Dann kommst du gut voran mit dem Bau. Baust du auch draußen oder nur drinnen? Jetzt erstmal nur drinnen. Also ich will hier quasi so einen Außen ranziehen mit dem Zeug. Ich muss hier jetzt einiges abbauen, damit ich da überhaupt drankomme an gewisse Stellen. Aber ich nehme das jetzt einfach mal kurz auf mich, weil das jetzt... Das ist ja dann so das Warenzeichen. Das ist das, wo die Leute hingucken. Wenn sie das letzte... So wie das Baumhaus auch bei uns in Minecraft. Genau. Und einfach eine schöne das Sache. Ist wirklich... Das ist ein Zeichen der... Der Ware. Oh, hier ist Cobblestone. Der braucht aber dennoch irgendwie schon etwas länger. Auch mit der Ultra-Penis-Axt. Ist ja noch nicht so... Noch nicht so zahm hier wie alles andere. Ich sollte aber auf einer Stelle bleiben. Ich schlag alle Steine an. Oh, ei, ach. Das Blöde ist, wenn ich die Truhen jetzt aufschieße, dann gehen die auf, ne? Nehme ich an. Wie aufschieß? Wenn ich die wegmache, weil ich den Boden... Achso, du meinst, dann fliegt der ganze Kram drin rum. Ja. Ja, dann fliegt der ganze Kram rum. Ja, wahrscheinlich. Jo. Hallo. Ruft an und legt dann gleich wieder auf. Was ist hier los? Ruf ich sie mal zurück. Warum braucht denn das Silber hier so lange? Das gibt's doch gar nicht. Das hat doch vorher nicht so lange gebraucht. Heidenei Kartoffelbrei. Schön. Boah, das gibt's doch gar nicht. Jetzt schreibt sie mir gerade im WhatsApp, wenn du kurz Zeit hast. Sie schreibt weiter. Ich dachte, sie wäre da und macht einen Kuchen. Sie hat mir vorhin die Torte gebracht, die sie gebacken hat. Jetzt ist sie seit einer halben, dreiviertel Stunde in der Badewanne. Kannst du dann die Heizung ausmachen? Ah, jetzt geht das Display aus. Ehrlich. Sehr gut. Freut mich, freut mich. Kannst du dann die Heizung ausmachen, aber nur, wenn ihr gerade Pause macht oder so. Okay. Ich mache jetzt hier den Boden noch schnell fertig. Das ist jetzt bitter mit den ganzen Kisten. Ey, da muss ich vor allen Dingen wieder alles neu einsortieren. Mann. Ich komme gleich hoch und kann dir helfen. Wenn man das am Anfang macht. Diese. Ja, wir buddeln uns irgendwo so eine Dreckhöhle in Minecraft, weißt du, bauen ein Haus aus Dirt. Das ist typisch. Typisch für uns, oder? Ab in die Scheiße mit uns. Das sind wir halt. Zugschiss bis over hier. Oh, ich habe hier viel Sand gefunden. Fine Sand. Hier ist sehr feiner Sand hier bei mir in dieser Grube. Der fällt dann auch so cool nach. Das hat uns doch auch damals schon so gut gefallen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Vielleicht, ich meine, es kann ja sein, dass irgendein Zuschauer hier für eine Lösung hat, wie ich das umgehen kann, dass mir die ganzen Kisten und deren Inhalt jetzt hier rumfliegen und ich alles neu einsortieren muss. Werden jetzt, ja. Da kann ich überbauen über den Schnee. Nee, natürlich nicht. Ich merke jetzt gerade, ich kann es den Leuten immer nur ans Herz legen. Optimiert euer Starbauen. Ich habe in vielen Let's Plays gesehen, dass es gerade, wenn man diese Gravel-Sachen und Sand-Sachen, die eben nachfallen, ne, diese runterfallen, wenn die abgeklopft werden, bei vielen fängt es voll an zu laggen. Aber hier, Leute, lag frei. Mensch, optimiert euren Jumble. Bum, bum, bum. Ich habe letztens auch wieder in ein Let's Play reingeschaut. In Minecraft-Let's Play. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwie fand ich den Kelle sympathisch. Und es hat tierisch geleckt einfach und dachte ich mir, oh, das ist schon haarig. Wenn es dann so wirklich so richtig hart leckt, dann muss man sich doch eigentlich überlegen, ob man es dann hochlädt oder nicht. Stimmt. Ich meine, überleg mal, was wir uns früher für Gedanken gemacht haben, allein schon auch wegen der Auflösung und wegen dem Rendern und sowas. Laggen war für uns ja generell kein Problem, ne? Wir haben ja gesagt, wenn es leckt, weg und hin und her und bla. Laggende Sachen hochladen, sehr schwierige Angelegenheit. Bam, bam. Bam. Ist hier schon vorbei. Oh, geil. Hier ist richtig viel Geld auch. Hast du diesen Sensor für dein Schiff eigentlich auch gekauft und dann direkt eingesetzt? Den habe ich direkt benutzt, genau. Okay, perfekt. Perfetta, perfetta. Können wir vielleicht zum Abschluss der Session vielleicht nochmal kurz ausprobieren. Wir können das jetzt als Home setzen, damit wir hier auf keinen Fall was verlieren. Und, irgendwo hinfliegen, mal gucken, wie der Beta-Sektor aussieht oder wie, oder was die da gesprochen haben vorhin. Stimmt, wie sich das unterscheidet. Vielleicht sind die Planeten irgendwie anders aufgebaut oder. Oder sind orange, grün, verkehrt. Starbound wird auf einmal dreidimensional oder so. Weißt du, wird so geht. Das Starbound steht GTA 5 oder. Hallo, willkommen mit GTA 5 Starbound. Ich bin gleich wieder da, ich mach kurz die Heizung aus. Bis gleich. Do it. Oh, hier geht's aber really deep. Und ich habe keine Fackel, natürlich, weil ich so ultra cool bin. Oh, da ist ein Huffelpuff da unten. Ah, ist das schä. Aber nein. Fackel. So, wie kann ich ihn herstellen? 17, her damit. 34, klar, warum nicht?
Geht auch. Puffelpuffel greift wohl nicht an, aber ich werde es doch angreifen. Ach, da erinnere ich mich, gab es nicht sogar irgendwie mal ein Gespräch über Tiere oder Haustiere oder sowas? Könnt ihr euch uns sicherlich auch weiterhelfen, Leutchen? Schreibt mal, du. Ob es hier Haustiere gibt. So, da bin ich wieder. Ach, wann geht denn... Ah, okay. Meine Axt geht und geht hier einfach nicht kaputt. Ich will endlich, dass die alte Axt kaputt geht. Also Leute, wie gesagt, ich tue es so, als ob ich aufnehme. Wenn ihr das Problem hier habt... Ihr seht ja gar nichts, ihr seht ja gerade Killer sein Screen. Shit. Egal, wenn er hochkommt, wird es euch zeigen. Genau. Den Fall unter... Du weißt ja, was ich meine, ne? Unter den Kisten müsste ich den Boden wegschlagen. Bei Minecraft wird die Truhe dann einfach bestehen bleiben und in der Luft schweben. Hier wiederum platzt sie auf. Das ist halt, sind diese kleinen Unterschiede. Wäre blöd, wenn man den Boden ersetzen will. Oh, Ferkel, das war, also ich habe gerade eben hier ein bisschen Sand anschlagen wollen und plötzlich fällt dir alles hinunter. Ich habe hier eine ultimativ fette Höhle gefunden. Trotzdem, wir wollten ja hier ein bisschen größer machen. Schaffst du es? Unter dem Forschungszentrum hast du eine Höhle gefunden, oder was? Ja, also ich war im Forschungszentrum, habe mich von dort aus einfach noch tiefer gebuddelt, ne, unter das Zentrum. Und hier ist eine Höhle, wirklich enorm. Ach du Scheiße. Oh Gott, war das gerade... Pass auf. Ich bin, gerade als ich sprechen wollte, hat man ja sicherlich gehört, gefallen. Ey, aber wie tief? Wo bin ich denn hier? Unten ist alles grün. Ich bin ewig tief gefallen, wirklich ewig, ewig tief. Ist das Diamant oder sowas? Ich bin hier unten, wo, hier ist es grün, als wäre ich draußen. Grüne Landschaft. Ganz, 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 ganz tief. Ich guck mal kurz, was das ist, das grüne Zeug. Ach du Scheiße, es geht gar nicht ab. Oh, ich nehme unsere Ultra-Axt, das dauert ewig. Es geht... So. Hivestone. Alter. Wo sind sie? Das musst du dir auch mal angucken in der Aufnahme, wie krass ich gerade eben gefallen bin, wie ich mich da... Und zum Glück war ganz, ganz unten Wasser. Und ich habe mich... Weil man kriegt ja dann doch Fallschaden so tief, ne? Bin voll mit den Eiern ins Wasser geklatscht, hat mir nur ein bisschen Schaden gegeben. Da komm ich nicht mehr raus, wisch? Boah. Das dauert ja ewig hier, diese Scheiße. Komm schon, geh ab. Ich baue hier gerade einen zusätzlichen Raum, so als Crafting-Werkstatt oder sowas. Ja. Einfach ein bisschen mehr Platz zu schaffen hier. Na jo, mach das mal. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir so ein Abteil haben, dass es auch einfach noch was aussieht. Und nicht in den Betten der Ofen drin steht und dann das Bett abfackelt. Das muss schon richtig schick aussehen. Komm, das gibt's doch gar nicht. Warum dauert das hier so lange? Das hat doch vorhin auch nicht so lange gedauert. Mir kommt so vor, als wenn die Axt hier Stück für Stück auch kaputter werden würden, dann nicht mehr funktioniert, die alte. Mhm. Also einfach schlechter funktioniert. Ach, ich schmeiß das Kackding jetzt weg. Ich will jetzt die andere haben, so. Boah, selbst die braucht etwas länger hier. Zack, weg damit. Ich bringe wieder einiges auch an Kupfer mit und an Eisen. Können wir unsere Vorräte direkt wieder auffüllen. So, wer greift mich denn hier an? Komplett neue Viecher, die ich noch nie gesehen habe. Kommen hier angeflogen. So. Oh, noch eins. Krass. Oh, macht das Geräusch, wenn es getroffen wird. Das ist Affe mit Schwanz. Irgendwie. Ganz merkwürdiges Schwänzchen und hinten mit einer Boss, so ein Borsten-Ding. Ach, die werden mich doch nicht angreifen hier. Südlich, ich würde sagen, das reicht jetzt hier. Dann fülle ich das mal noch schnell aus. Das Zeug hier. Boah, ich weiß gar nicht, woher ich gekommen bin. Hoffentlich finde ich jetzt den Rückweg. I don't know where I came. Wow! Hier bewegt sich gerade richtig viel Holz. Ist hier gerade, befindet sich gerade in Bewegung. Und da ist ein bisschen, ist es Platin oder ist es? Bei uns spaziert hier gerade so ein Vieh im Ding rum. Durch unser Häuschen. Im Häuschen. Ja, so oben auf den Treppen. Ist der verrückt? Der wird verrückt sein. Wir brauchen oben sowieso vielleicht nochmal so ein kleines Häuschen, was wir quasi, dass das hier der Keller ist. Das Haus ist oben, weißt du? Da brauchen wir noch ganz viel Holz. Weil ich habe gedacht, so mehr Etage und oben vielleicht auch ein Bett und ein paar Schränke und so. Na jo. Muss schick einfach aussehen auch. Es muss so ein Gesamtbild
die Note 1 bekommen bei der Tine Wittler, wenn sie in unser Haus einläuft. So. Apropos, ich habe jetzt übrigens dieses Video ja gemacht, ne, für Host Unlimited. Mal schauen, ob es jetzt klappt mit dieser Taschengeldaktion. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das alles so hinhaut. Vorhin kam die E-Mail, dass sie das erhalten haben und jetzt durchschauen und dass das Geld in 5 Tagen dann auf dem Konto wäre, wenn alles passt. Oder in 5 Werktagen, so. Mhm. Na, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Ja. Gut, dann platziere ich jetzt mal hier wieder alles hin. Die 2 Elfen. Ja, ich habe auch Platinum gefunden. Nochmal 2. So. Jetzt will ich aber langsam wieder hoch. Gibt's doch gar nicht. Was ist das hier unten? Achso, das ist alles Kupfer. Krass. Wie meiner rumfällt. Ich falle hier im Sand. Auf und ab. Okay, hier hört die, hier ist die Höhle so ein bisschen zu Ende. Jetzt hier hoch. Gar nicht, von wo ich gekommen bin. Ah, von hier bin ich da runtergefallen. Ja, von hier bin ich gefallen. Warum war ich eigentlich so blöd und bin so in die Höhle reingejumpt, ich Affenkind? Was hat er für ein Problem? Noch ein... Ach du... Alter, mich hat ein Viech angezündet. Boah, mich hat schon wieder angezündet. Oh Gott, krass. Mich hat ein Viech angefackelt, ey, das war übel, aber ich hab's geschafft. Sah aus auch wie so ein kleiner Affe, wie so ein freundlicher kleiner Affe und plötzlich pustet es mich an mit so einem Scheiß. It was a friendly little ape. Da craftet man am besten nochmal so eine schöne Eisentür. Aber das ist so ein freundlicher, so eine blaue Schildkröte. Macht eigentlich nichts Böses. Wenn man sie nicht ärgert. So. Ärger sie mal kurz. Wir müssen noch ausprobieren, wie viel Damage unsere Bögen machen. Unsere neuen. Stimmt. Werde ich das blaue Ding jetzt nehmen? Oh. Ich werde diese zwei Säcke hier nehmen. Oh, willst du mich auch angreifen? Ich bin die verrückte Säcke. Au. Aua. Ups. Ich hoffe, ich habe ein Lagerfeuer dabei, da kann es... Oh, ich habe Diamant gefunden, geil. I found a diamond in the sky, Schakelei. Gold ore, brauche ich nicht. Das heißt, du nimmst mal ein paar Mineralien mit. Genau. Jetzt, nachdem wir hier so viel verbraucht haben. Also, vor allem mal unser ersten Diamond. Mal gucken, was man mit dem so anstellen kann. Ja, und wieder einiges an Kupfer bringe ich noch mit. So. Ich muss mich jetzt kurz wärmen und schau mal kurz. Also ich bringe 53 Kupfer mit, 7 Gold, 2 Platinum Ore, Silber 12 Stück, Kohle auch nochmal 12 und hier 45 Eisen. So darf das. Ach so. Kann man nicht gescheit durch. So. Boah, ist hier Zeug. Ah, da oben fängt jetzt langsam wieder die Eisschicht an, okay. So. Ich gehe jetzt wieder ein Stück runter, dann gehe ich den Weg einfach hoch, den ich gegraben habe, und dann bin ich bei dir oben. Dann gucke ich mir mal dein gebautes Haus. Ja, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe halt den Truhenraum ein bisschen unterteilt und habe hier nochmal zusätzlich wie so eine. Einen Crafting-Bereich geschaffen. Und ja. Ich gehe jetzt ganz kurz ein Stück durchs Eis. Will ich jetzt nochmal gucken. Und hier oben ist am einfachsten vielleicht ein Holzhäuschen. Es wird dann hart, so ein großes Haus im Hintergrund mit Holz auszufüllen. Ja, stimmt. Da brauchen wir viel. Mal kurz, wie viel Holz ich jetzt, bis ich alles hier hinten im Rucksack habe.